Hallo zusammen, heute darf ich euch meine Zündapp R50 vorstellen, die ich mir vor ein paar Wochen neu gekauft habe. Die Zündapp hat Erstzulassung 1978, unrestauriert und steht noch sehr, sehr gut da. Ich war lang auf der Suche nach einer Alternative zu Vespa oder Simson. Beide sind für mich keine Optionen, wo ich sage, da werde ich jetzt, muss ich jetzt was haben. Andere Hersteller haben auch tolle Mopeds gebaut, rollermäßig natürlich, Zündapp auch. Die Zündapp, diese hier, wurde gebaut von 1964 bis 84, sage und schreibe 20 Jahre. War aber, glaube ich, laut Zündapp nie so ein richtiger Renner, wohl ist halt immer so ein bisschen mitgelaufen von der Verkaufszahl her. Aber ist noch sehr klassisch, also wirklich bis 84 gebaut. Man will es nicht für möglich halten, die war ja schon 84 eher von der Optik her ein Oldie. Ich habe auf Kleinanzeigen mal eine ganze Weile geschaut, aber viele waren halt einfach zu weit weg. Und wenn ich mir sowas hole, dann möchte ich sie anschauen und ich müsste mir sonst ein Auto mieten, dorthin fahren, anschauen, nachher ist nichts, dann wieder zurückfahren. Und ich stand jetzt sage und schreibe 10 Kilometer von mir weg. Die Linierung hier einfach noch schön. Ein paar Marken hat sie optisch, aber das darf sie auch ab nach über 40 Jahren, dafür steht sie verdammt gut da. Für mich wichtig natürlich die Fußschaltung. Der Kilometerstand stimmt nicht, da kam ein neuer Tacho rein. Muss ich nochmal neu anschließen. Die Tachowelle ist kaputt. Auch der Chrombügel hier ist nicht so mein Ding, aber jetzt ist dran, dann bleibt es auch dran. Die gab es in vielen, in einigen Farben, da haben wir auch grün, Speed Orange, dann in grau oder so beige mäßig, was nicht meins ist. Ich wollte sie eher in immer orange oder in grün. Grün wurde es auch oft genommen, habe ich jetzt bekommen, super. Ich habe sie heute am 28.01. hierher gefahren, zu mir in die Halle. Habe sie dann GPS-mäßig gemessen, also 44 km/h. Was ganz okay ist, dafür, dass sie original ist, nicht frisiert. Für mich war halt wichtig, unbedingt, ihr hört Blech, alles Blech. Zünderklinge. Also sie steht wirklich sehr gut da und auch unterm Blech, es ist absolut stimmig. Unterm Blech sauber, kaum Rost. Das ist auch so wie hier. Ja, das ist nur oberflächlich, das kann man wegschleifen. Neue Farbe drauf, gut ist. Hier wurde schon mal was gemacht unter der Sitzbank. Ich weiß jetzt allerdings auch nicht, ob das die Originalsitzbank ist. Ich mache es gerade mal an. Motor ist noch ziemlich warm. Die Seitenverkleidung scheint etwas zu vibrieren, aber während der Fahrt ist weg.
Kann sein, dass ich da noch was motormäßig was mache. Ich probiere es jetzt erstmal mit einem größeren Krümmer. Also kompletter Auspuff mit größerem Krümmer und vielleicht etwas noch umbedüsen. Also macht's gut, bis bald, bleibt gesund.